De la Cruz. Nesken. Juan Carlos. Riefe. Und Greuf, der sich jetzt mehr auf die rechte Seite herausstellt, um dem Reisbergen zu entwischen. Und Tor! Tor! 1:0 für Barcelona. Torschütze Reschak. Jetzt hat es geklappt, jetzt zählt der Treffer. 1:0 und die Begeisterung ist groß. In der 34. Spielminute Reschak auf 1:0 nach einer Flanke von Greuff bei einem Freistoß. Also jetzt ist es tatsächlich 1:0 hier. Vorher war der Freistoß und jetzt noch einmal Greuff die Flanke und Reschak beinahe hätte Dreitl den Ball noch erwischt, aber es war ein enormer Einsatz auf beiden Seiten. Wie bereits im ersten Spiel. Wieder Greuff. Wieder eine herrliche Flanke. Reschak und Tor. 2:0. Ein großartiges Tor. Greuff, Flanke auf Reschak und 2:0. Ein prachtvolles Tor, wie man es wirklich nicht alle Tage sieht. Aber Reschak völlig frei nimmt den Ball Volley. Und jetzt tobt das Publikum verständlich. Greuff und Reschak und Greuff für Reschak. Und frei ist wieder Reschak und Tor. Greuff, Reschak, 3:0. Die Wiederholung. Greuff erwischt den Ball noch vor der Außenlinie und ganz frei wieder Reschak und wieder Volley geschossen von Reschak. In der 71. Spielminute der dritte Treffer von Reschak und 3:0 und damit die Entscheidung in diesem Spiel. Ein klarer Sieg der Spanier bahnt sich an und dreimal waren es Greuff und Reschak, die hier für die Entscheidung gesorgt hatten.